Stellen und nicht auf hart. Vielleicht machen dann die Monster nicht ganz so viel Schaden. Was schon cool wäre. So, gut. Das war die Höhle hier, ne? Die ja so unglaublich groß war. Leuchten wir erstmal alles aus. Das ist auch irgendwie schade. Mittlerweile findet man fast nirgendwo mehr solche schön verschütteten Eingänge. Weitere Höhlen. Na gut, auch wenn jetzt hier nicht so viel dahinter war. Die Höhle ging hier dennoch weiter. So, gut, die Schaufel ist bei der nächsten Aktion kaputt. Aber das kümmert uns hier nicht weiter. So. Gut. Ach, es war hier jede Menge Kohle einsammeln. Beziehungsweise das abbauen und dann einsammeln. So. Wir haben echt viel Kohle. Hui. Es geht sogar weiter. So. Frage ist, was machen wir hier? Gut. Das heißt, was wir machen, ist relativ einfach. Wir machen eine Höhle, wenn wir Stein brauchen. So. Gut, da drüben ist wieder Kohle. Die nehmen wir natürlich wieder mit. So. Ist schon schön, ja. Und jetzt, ach, da drüben ging's, glaube ich. Nee, so geht's raus. Genau. Um Gottes Willen. Ich glaube, da war wohl Wasser. Wie weit sind wir denn hier schon runtergekommen, wenn ich mal fragen darf? Yay. Da hat sich die Schwerkraft gerade selbst ausgetrickst. So. Ach, wir haben schon alles. Ah ne, wir haben nicht alles. Hier ist noch Eisen. Haben wir uns übersehen oder ein paar unsere Spitzhacke kaputt? Hm.
Mal sehen. Was da so war. Na gut, das war's jetzt aber dann wirklich. Okay. Gut, die Höhle war jetzt auch nicht so ergiebig. Also, die Höhlen sind hier echt klein. Irgendwie. Also groß sind sie zumindest nicht. Sagen wir es mal so. Bei der nächsten muss hier wieder eine Fackel hindern. Oder müssen wir noch reisen? Warum sagt mir das aber keiner? Dass da oben noch Eisen ist. Ah, hier oben. Ah, hier geht die Ader noch weiter. Schön. Ich persönlich finde Eisen ganz wundervoll. Okay, und jetzt brauchen wir neue Spitzhacken. Da müssen wir wahrscheinlich auch das Inventar noch ein bisschen sortieren. Ja, wohl geht eigentlich. Die Schaufel, ja, ich eh schon kaputt ist, können wir die auch genauso getrost wegwerfen, weil die brauchen wir noch einmal, dann ist sie eh kaputt. Deswegen liegt die jetzt da oben gut rum. Und wir können weiter Stein holen. So. Dann schauen wir mal. Vielleicht graben wir so noch mal in eine Höhle rein in unserem Abstieg. Auf jeden Fall müssen wir später noch mal herausfinden, wo noch mal unser Meer ist, da wir dann später einen Hafen hinbauen könnten und einen Leuchtturm und sowas. Also alles schön zusammenhängend. Weil hat nämlich unsere Burg theoretisch auch sogar was zu beschützen und steht halt etwas weiter im Landesinneren, um vor Überfällen und Ausrauungen eine Stadt zu beschützen. Die Hafenstadt nämlich, die sich etwas weiter ins Landesinnere verzogen hat. Vielleicht machen wir noch einen Kanal dahinter, werden wir dann sehen. Das ist ein Kanal anlegen, eine sehr große Arbeit sein wird, weil sich das Wasser nicht verteilt auf Wasser. Das wird dann noch lustig werden. Sonst haben wir auch mal die kaputte Schaufel noch wirklich kaputt gemacht. Da brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben, sie einfach weggeschmissen zu haben. Lass mal drei Abstand, ne? Eins, zwei, drei, das heißt, hier unten kommt die nächste Fackel hin.
So. Ja, dieser Abstieg wird noch uns einiges an Freude bereiten, glaube ich. Haha, nicht. Das heißt, unten die anschließende Mine wird dann lustig. So, immer wenn man Cobblestone braucht, kann man alle unten entlang gehen und sich richtig schön machen. Außerdem, vielleicht wollen wir irgendwann noch mal eine Bahnsysteme bauen, aber das will ich eigentlich überirdisch haben und integrieren, wenn das mal kommt. Es steht ja alles noch in der Ferne. Im Moment haben wir eh nur ein Haus. Dabei soll es auch erstmal bleiben. Das dauert eh Ewigkeiten, bis ich das fertig kriege. Das sehe ich eh schon kommen. Okay, Spitzhack ist schon kaputt. So. Okay. Ja gut, da sieht auch was aus, als ob wir da schon waren von den Fackeln her. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Ja, gut. Hier waren wir auf jeden Fall. Dann sieht man auch, dass man sehr viel weniger schnell ist, wenn man das so macht. Dass man wirklich in eine Höhle rennt. Aber wir brauchen ja eh den Stein. Und wegen des Steins sind wir hier runter. Deswegen finde ich es auch durchaus gerechtfertigt, wenn wir wegen des Steins hier dann halt auch jetzt mal ein bisschen graben. Und wir haben immer noch keinen Ingame-Sound. Leider. So. Okay. Schön. So. Ja, das Steine kloppen ist jetzt nicht so die mördermäßig coole Beschäftigung. Das heißt, andererseits könnten wir natürlich unten schon versuchen, dann das Terrain etwas einzuebnen, beziehungsweise halt. Das würde ich aber ganz gerne doch erst machen, wenn die Burg steht. Weil ich dann reagieren kann auf die Gegebenheiten der Burg. Nicht dann feststelle, dass ich mir meine Burg quasi dadurch versaut habe, dass ich da die Landschaft so hergerichtet habe. Das will ich ja auch nicht. So, aber erst mich hier so. So, ich glaube, das ist hier die Mitte. Ja. Sieht gut aus. Ja, geht auch schon gut runter. Der Schacht. Oh, hier ist eine Höhle. Sieh mal einer an. Oh, wow. I'm impressed. Das geht ja weit rein in den Berg. Da habe ich mich zu früh gefreut, glaube ich. So. Meine Maushand liegt sehr unbequem auf dem Tisch. Habe ich jetzt mal schnell geändert. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe meine Heizung gar nicht angedreht. Oh doch, die läuft. Mein Fenster sieht ja sehr interessant aus mit den ganzen Ordnern, ne? Ja, nee, ist klar. So.